Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life 2. Abgesehen davon, dass wir letzte Woche gegen Manhex gekämpft haben, und ich glaube, da kommen noch ein paar mehr, habe ich beim Durchgucken von der Episode schnell durchscrollen gemerkt, dass irgendwie die Qualität von der Aufnahme nicht sonderlich toll war. Ich habe jetzt mal in OBS andere Einstellungen ausprobiert und hoffe, dass die Aufnahme besser läuft. Da ich eine neue Grafikkarte habe, musste ich den Encoder wechseln, da ich die Grafikkartenfirma gewechselt habe dabei. Und muss jetzt tatsächlich mit dem Encoder ein bisschen rumspielen, bis ich gescheite Einstellungen gefunden habe. Schauen wir mal, ob das jetzt passt. Ich benutze immer noch den Encoder, der die Grafikkarte mitnutzen kann. Eventuell darf ich das nicht, während ich so ein Spiel wie Half-Life spiele. Und muss das komplett auf der GPU machen lassen. CPU, mal schauen. Aber, nonetheless, wir laufen jetzt einfach mal vor. Und gehen hier ich kann diese Kisten hier jetzt richtig zerschlagen. So, außerdem mache ich jetzt mit meinem Ding eben meine Kopfhörer ein bisschen leiser drin. So. Ansonsten höre ich mich selbst nicht reden und das ist sehr verwirrend. So, hier geht es also scheinbar nicht großartig weiter. Da kommen wir raus. Hier auch nicht. Wir sind scheinbar in einer Sackgasse angelangt. Das heißt, das hier war wahrscheinlich nur ein Bonusbereich. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Oder eher gesagt wieder zurück, was sich hier verbirgt. Da hier kommen wir her. Der hatte jetzt keinen sonderlich großen Überlebenswillen. Interessanterweise hat er die Tür hinter sich wieder zugemacht. Da geht's nicht weiter. Da deine Explosivkiste ist. Gehe ich davon aus, dass hier Gegner kommen. So. So, ich bin mal gespannt, was hier dahinter ist. Deswegen werde ich sie hier mal wegschießen. Und dann schauen wir mal. Oh, wir haben eine neue Waffe bekommen. Ein Maschinengewehr des Combine. Und hier liegt eine Leiche. Und ein Zombie werden die hier genannt. Ein Zombie, dessen obere Hälfte. Und hier haben wir eine Granate bekommen. Noch ist die Waffe eigentlich ziemlich gut, von daher verwende ich einfach die normale Knarre weiter. So. Die normalen Combine Civil Protection nennen die sich. Die normalen Civil Protection Leute sind jetzt nicht sonderlich stark. So, was haben wir hier? Hier ist irgendein komisches Gerät im Wasser, was sich dreht. Scheinbar sind wir hier. Okay, das soll wohl irgendwelche großen festen Schwebstoffe aus dem Wasser herausholen. Da komme ich nicht durch. Müssen jetzt mal gucken, wo es weitergeht. Ah ja, hier unten können wir rein. So, dann eben mal Luft holen. Und weiter geht's. So. Ein bisschen vorsichtig. Schließlich könnten jederzeit die Gegner ankommen. Das wissen wir ja nicht, wo die sind. Da sind sie. Zwei Stück. Nein, dich wollte ich nicht. So. Da war das Nachladen ungünstig, da kam noch ein zweiter. Und da kommt ein Manhack auf uns zu. Einmal, zweimal und weg ist er. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht hoch, wo der Manhack rausgekommen ist. Sondern ich glaube, wir müssen hier entlang. Auf dem Rohr. Okay, hier kommt der Dampf, der uns wahrscheinlich auch Schaden macht. Und weitere Manhacks.
Okay, der Manhack ist da hinten fest. Und das ist ein Timing-Laufrätsel quasi. So ein ziemlich altes Rätsel. Wir müssen einfach abwarten, bis der Dampf weg ist. Und dann können wir weiter. So. Hier ist ein, das nennt das Spiel ein Lambda-Cache. Ein Bonusbereich. Ah ja, das ist die andere Seite von dem hier. Aber da ist ja gar nichts. Jetzt muss ich doch hier irgendwie wieder rauskommen. Ah ja, hier. Die Leiter. Und da kommen wieder die Pässe auf uns zu. Da gab es ein wenig Schmerzen. Aber das hat natürlich nicht gereicht, um einen Gordon Freeman zu töten. Da müssen sie sich schon mehr einfallen lassen, als ein paar Explosivfässer, die sie in den Spann stecken. Ist komisch, die Taktik hatten sie schon mal versucht. Hier geht's auch nicht groß weiter. Selbst so geben sie mir nur weitere Munition. So, die Schnitter sind auch kein großes Hindernis für mich. Die haue ich einfach mit meiner Brechstange. So, einmal, zweimal. Der nächste bitte. Eins, zwei. Und hier? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ja, sie machen mir auch etwas Schaden, weil ich sie mir zu spät schlage, aber die sind einfach zu besiegen. So, dann machen wir mal die Tür auf. Und schauen mal weiter. Eine Batterie, etwas Munition und hier haben wir wieder so einen Luftschacht. Na, komm schon, rein mit dir. Jetzt haben wir es doch. Das war eine schwere Geburt. Hier ist viel los, vor allem in der Richtung der Explosivfässer. Stecken wir mal eins in Brand, damit die alle hochgehen mit der Zeit. Da war eins uns doch etwas zu nah. Und ich habe mich zu weit gedreht. Nun ja. Der nächste, ich glaube, das ist der letzte Schnitter. Theoretisch gesehen hätten wir den. Nein, da sind noch welche. Ich höre das. Da unten ist noch einer. Der kommt jetzt natürlich hier hoch. Natürlich können wir die auch, während sie orange sind, zum zweiten Mal treffen. In der Zeit können sie nicht auf uns zielen, weil sie verwirrt sind. In Anführungsstrichen. So, okay, der einzige Weg nach draußen. Führt wohl diese Leiter hinunter. Man kann natürlich auch einfach mal komplett runterhüpfen. So, da ist nichts. Das ist zu hoch. Dann schon weiter. Dann haben wir vielleicht noch irgendwas übersehen. Wieder nach oben mit uns. Hoch. Ah ja. Das Rohr. Das haben wir übersehen. R ist Nachladen, nicht F. So. Dann kommen wir doch hier oben raus. Ja. Sieht so aus, als müsste man hier die Rohre entlang. Ah, hier ist ein Ventil, das muss man bestimmt drehen. Also hier runter. Auf das Blaue. Ja. Kann man jetzt hier auf das Blaue rauf. So. Und dann kann man dieses Ventil. Ah, und dadurch steigt der Wasserspiegel.
Fein. Wenn der Wasserspiegel steigt, kann ich also wieder nach oben. Will ja nicht ertrinken. So. Ah ja, und jetzt können wir durch die... Da kommen jetzt noch mehr Manhacks nochmal rein. Die haben Fortschritt gemacht, also muss erstmal hinter ein Hindernis kommen. Das ist tatsächlich ganz normale Spielelogik. Das geht übrigens auch, wenn man trifft. Üblicherweise tue ich das nicht, der hat aber eben extrem stillgestanden. Also man kann die auch abschießen. Sind wie gesagt nicht sonderlich klug, die fliegen immer möglichst auf einen zu, taumeln dann ein bisschen rum und haben dadurch dann irgendwann die Position so erreicht, dass sie einen erreichen können. Zumal wir uns ja auch bewegen wollen, weil wir ja weiterkommen wollen. So, und die typischerweise im Weg sind. So. Dann geht es durch dieses Rohr durch. Jetzt sind wir jetzt auf der anderen Seite von diesem Ding hier. Und hier nochmal, aha. Erst nochmal nach oben. Wir wollen auf diese Seite. Da unten sind Kisten unter Brettern. Und die brauchen wir, um hier hochhüpfen zu können. Also einmal die Kisten befreien. So, komm schon. Die letzte auch noch und nach oben. So. Und jetzt können wir hier hoffentlich nach drüben springen. So. Jawohl, das hat geklappt. Sehr schön. Dann schauen wir mal, wo uns das hier hinführt. Denkt dran, Leute, wir hatten diesen Hubschrauber noch am Hals. Der ist doch, der muss doch mit Sicherheit wissen, wo das Zeug hinführt. Der müsste bestimmt gleich wiederkommen. So, nein, aber zunächst. Ja, das Problem mit den Leitern. So, es ist am einfachsten, von einer Leiter runterzugehen, wenn man an deren Ende steht. So. Ja, ich kann die Einzelteile von diesem Scanner auch nehmen und rumwerfen. Und wir hören wieder. Gegner, also gucken wir mal direkt mal, was hier ist. Abgesehen von der Munition ist hier eine kaputte Leiter. Die sind, haben sich hier oben abgeseilt. Von daher, manchmal drehe ich meine Maus zu weit. Ah, mit dir, du. Die Leiter kann ich nicht nehmen, die ist mir zu schwer. Also gucken wir mal in die andere Richtung weiter. Aber erst noch einen Schluck trinken. Sollte ihr übrigens auch einfach mal einen Schluck trinken. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Okay, dann müssen wir kreativ werden. Kommen wir nicht hoch. Kommen wir auch her. Dann versuchen wir mal, anstatt auf die Leiter, auf dieses Fass zu hüpfen. Und dann, das hat funktioniert. Sehr schön. So. Zwei und drei waren hier mal. Sehr schön. So. Jetzt kommen wir hier an. Hier ist ein Lambda-Symbol. Das heißt, hier ist irgendwo ein Lambda-Cache. Und dann kommt. Und da ist der Cache.
sehr schön. Wir sind gleichzeitig eben an einer Mauer über einer Mauer entlang gehüpft und sind jetzt auf der anderen Seite von eben dieser Mauer und können daher weiter. Was haben wir da? Das sieht nicht sehr gesund aus. Okay, erstmal ein Hubschrauber, den. Wir hören auch gerade eben ganz leise den Geigerzähler schon gehört. Knack, 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 knack. Der uns darauf hinweist, Achtung, hier ist. Wir sind in der Nähe von radioaktiv verseuchtem Material. Das ist bestimmt diese Flüssigkeit, da wollen wir nicht hinein. So, eben nochmal Lebensenergie geholt. Das war eben tatsächlich auch einer der Lambda-Caches. Auch wenn ich da kein Symbol für gesehen hatte. Da ist die Flüssigkeit und der Geigerzähler dreht schon fast durch. Hey, you're Freeman, aren't you? Ja. We got word you were coming. Sehr schön. Habt ihr was für mich? Bad time. Black Mesa East to Station 6. Do you read? Dr. Freeman is on his way downriver. Lend him the airboat and give him all the help you can. Repeat. Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. Better get going now. Vielleicht will ich Black Mesa East gar nicht erreichen. Wieder zurück nach Black Mesa? Nee, da habe ich keine Lust drauf. Okay, er hat ja schon gerufen, Headcrabs, das heißt, die sollten jetzt hier, die kommen jetzt hier natürlich. Wow. Und die können hier so kleine Droppods schießen, aus denen die Headcrabs rauskommen. Und noch fieser, das haben sie auch schon im ersten Teil in der Wüste gemacht, die Headcrabs graben sich hier ein. Wenn man sie nicht vorher abschießt. Sprich einfach, jetzt momentan können jederzeit Headcrabs aus dem Boden kommen. So, zum Glück sind die relativ einfach getötet, wenn man sie nicht zum Springen kommen lässt. Denn wie hier sehen wir, was passiert, wenn man von den Headcrabs erwischt wird. Die beißen einem die Schädeldecke auf und verbinden sich mit dem Gehirn und machen einen zu den Zombies, die wir später noch zuhauf sehen werden. In Ravenholm, einer meiner Lieblingsstellen. Aber dazu kommen wir noch. Ja, die können auch direkt auf mich springen, statt sich eingraben, wenn sie mich direkt sehen. Da habe ich gedacht, die wäre tot. Das war nicht so. Und da ist die nächste. Ich schleiche momentan auch. Nur möglichst langsam. So, hier sehen wir die Zombies. Und das Besondere ist, sie haben neue KI. Die neue KI. Die Zombies können nun auch Dinge werfen. Das war vorher nicht möglich. Können das und die machen das auch. Aber keine Angst, wir können später uns noch besser gegen die Zombies wehren. Wie gesagt, im entsprechenden Kapitel. Das ist dann eigentlich ein großer Spaß. Sofern man nicht versucht, dort das Achievement zu bekommen für die pazifistische Route. Hier ist ein Schwungkabel, das hin und her schwingt. Da wollen wir eigentlich möglichst nicht reinlaufen, aber wir müssen dran vorbei, also möglichst schnell dran vorbei. Hier ist noch so ein Zombie. Den wollen wir loswerden. Z-Crab hat überlebt. Und da wollen wir ganz sicher nicht durch. Das heißt, wir könnten sogar durch. Ja, das ist nur ein Rückweg. Wir könnten sogar durch. Leider gelten hier die Regeln für den faradäischen Käfig nicht. Wenn ich jetzt hier von innen das Ding berühre, nehme ich Elektroschaden. So, komm raus. Na, der muss jetzt einmal rüpfen. Einer hat sich vergraben. Der gräbt sich jetzt gleich wieder aus. Und ist weg. So.
Wer ist das nicht? Das muss man mal sagen. Aber ich spiele auch auf einfach. So. Die erste haben wir weggeschossen. Ist ziemlich weit geflogen. Na, dann sollen sie sich halt eingraben. Ich gehe weiter. So. Und es wurde angewiesen, dass wir das Boot bekommen. Und hey, hier Dr. ist Freeman. Das Boot. Ich bin hoffen, dass du show up. Got this airboat all gassed up and ready to go. It's gonna be tough dodging civil protection out there in the open, but drive hard and you'll make it. You'll find more help up at Station 7. Just a few bends up the river. It's the old red barn. Okay. Come on in. Fire her up. Dann steigen wir mal in das Luftboot. Eine sehr spaßige Stelle vom Spiel. Denn jetzt können wir dieses Vehikel fahren. So, im ersten Teil waren wir auf den Schienen, hier sind wir auf dem Wasser und wir können hier uns an das Ding zu gewöhnen, ein wenig hin und her fahren und über Rampen springen. So, dann wollen wir doch mal hier rüber. Das Luftboot ist in der Lage, auch über Land zu fahren. Ist ja schließlich nur ein Luftkissenfahrzeug. So, dann müssen wir hier erstmal den Weg aufmachen. Oh, okay. Das hier ist jetzt noch radioaktives Zeug, da können wir nicht durch. Also müssen wir hier hoch. Wir können auch viel. Das Ding hält viel aus. Wir können viel uns treffen lassen. Ich höre gerade nur die Headcrab-Sounds. Da ist einer auch und greift an. Ich würde es gerne sehen, dass ich es abschießen kann. Naja. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal das Tor auf. So. Ah, da ist er. Weiter. Einmal kurz speichern und weiter geht's. Hier sieht man schon, wir können mit dem Luftboot auch durch diverse Dinge hindurchfahren einfach. Bei manchen nehmen wir ein bisschen Schaden. So, und wir sind im nächsten Kapitel Water Hazard. So, hier ist ein Lambda-Cache, da wollen wir nochmal anhalten und gucken. Hier ein, ah ja, hier ist eine Leiter. Dann nehmen wir doch gerade den Bonuskram mit. Wenn wir nicht zu doof sind zum Springen. So, oder gesagt, ich zu doof bin zum Springen. So, hier kann ich übrigens eine Leiter an, mit E, wenn ich lang genug bin, mit E antippen. Mit der Benutzentaste, um sie zu greifen. Das war in den alten Spielen noch nicht möglich. Und das ist die Old Barn, die Red Barn. Uns schon gesagt wurde, da sollen wir hin, da kriegen wir Hilfe. So, dann schauen wir doch mal. So. Nee, irgendwie sehr ruhig hier. Für da kriegen wir Hilfe. Ja, gute Hilfe. Unsere Freunde sind mittlerweile zu Zombies geworden. Ach, sei still, Headcrab. Ich bin froh, dass ich den Anzug auf habe, ansonsten wäre ich auch sofort zum Zombie geworden. Ja. So viel zu dem Thema. Das ist hier. Ich kann leider nicht antworten. Ein Ding von Gordon Freeman ist ja auch, dass er nie etwas sagt. Das haben sie ja schon, das hat ja schon Alex Vance gesagt, du bist nicht ein Mann der großen Worte. Und da habe ich mir die Kiste auf den Kopf fallen lassen. Dieses Brett war nicht gesichert.
Und ich bin drauf gelatscht und hab's umgeschmissen. So, warum ich das Ganze hier mache? Ganz einfach. Hier ist ein Headcrab und Headcrabs will ich alle töten. Nein, der Grund ist ganz einfach. Ich kann hier hoch und kann hier diese Kiste da rausnehmen. Na, willst du wohl? Raus. Und dann fällt. Das war auch wieder ein Physikrätsel. Die Kiste hat hier einfach das Ding blockiert. Und jetzt ist das darunter gefallen. Und damit habe ich hier jetzt noch ein paar Supplies, die ich mir nehmen kann. Simple as that. So. Ich springe ins Wasser, da wir wissen, Wasser bremst jeden Fall. Ein wenig Zeugs mitgenommen. Okay, da haben wir also nichts bekommen. Gehen wir weiter. Jetzt auch nicht weiter. Zwischen Fallen durch, wie beim Skispringen. Oder Slalomlauf natürlich. Über die Rampe. Und jetzt ist sie. Hey, cool. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Wieder. Gesehen davon, dass hier wieder so ein Hilfscache ist. Müssen wir hier durch. Und zwar ist das wieder ein Physikrätsel. So, ich schmeiß die mal hier runter. Und zwar müssen wir diese Rampe verwenden mit dem Boot. Das Problem ist aber, dass die Rampe unter dem Gewicht von dem Boot nach unten fällt. So. Und dafür müssen wir diese schwebenden Fässer nehmen. Und wie das eine Fass, was hier ist, unten reintun. Und die Luft in den Fässern. Schwimmende natürlich. Die Luft in den Fässern drückt die Rampe nach oben und sorgt dann dafür, dass wir mit dem Boot sie wirklich als Rampe verwenden können. So, mal gucken. Wir brauchen alle blauen Fässer, die hier sind. Ansonsten funktioniert es nicht. Mal gucken, ob hier noch eins ist. Und dann brauchen wir noch etwas Anlauf. So. Schauen wir mal, ob das reicht. Fahren also nochmal zurück und nehmen gehörig Anlauf und versuchen den Sprung. So, natürlich immer speichern. Die Pixel interessieren uns nicht. Hier darf man nicht durch, mir egal. Ich nehme die Rampe. So. Jawohl, ja. Das war ein 1A-Sprung. So. Und da kommt schon ein irgendwas, Schrauberflugzeug. Sieht auch halb aus wie irgendein Lebewesen. Und wir können. Ja, das hat jetzt nicht funktioniert. Wir können tatsächlich durch die einfach durchfahren. Wir können überfahren quasi. Wir fahren jetzt erstmal einfach weiter. Bringen nicht jeden Gegner um. Wir wollen schließlich einfach nur ankommen. Oh, okay. Da war hier eine Rampe. Schritt zurück, einmal drehen und mit Vollgas zurück. Hier ist die Rampe, mit der wir über den nächsten Abschnitt kommen. Und hüpf und platsch und rums. Ist alles dabei. So kriegen wir auch die Combine-Soldaten weg. Müssen wir jetzt aufpassen. Die Barnacles können uns tatsächlich aus dem Boot rauspicken. So, da lädt er wieder. Und weiter geht's. Tatsächlich ist das Laden in so actionreichen Sequenzen nicht so schön. So, wir sehen hier auch links und rechts diese ganzen tristen Gebäude. Der ballert auf uns. Dann nehmen wir ihn doch mit. Hier sieht man jetzt auch, wir kriegen nicht alles auf einmal platt. So, und weiter geht's. Und hier geht's aber nicht weiter. Also zurück. Moment, hier können wir. Hier können wir aus dem Boot raus.
speichern. Und Emma, da müssen wir wohl die Tür aufmachen. So. Okay. Still Breen. Ja, mit dieser Nachricht werden die Leute hier, die ganzen Zivilisten, vor mir gewarnt. Und gleichzeitig mit dieser Nachricht schicke ich eine Nachricht an euch, nämlich, dass ihr euch eine Woche gedulden müsst, bevor es weitergeht. Ich gehe in die Pause zwischen zwei Aufnahmen, zwischen zwei Episoden. Und ihr geht in die Pause zwischen zwei Wochen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Und dann könnt ihr sehen, was hier auf mich wartet. Schließlich weiß ich jetzt schon, wir kommen hier nicht ohne Widerstand durch. Also, bis dann. Ciao, miau.